Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich habe gerade das Gefühl, dass bisher noch nicht, sage ich mal, wirklich in der Sache hier in der Fraktionsrunde gesprochen wurde. Und deswegen möchte ich ein paar trockene Argumente anbringen, die Sie vielleicht kennen, aber die es doch wert sind, hier genannt zu werden. Ein Modellprojekt und eine Legalisierung von Cannabis. Niemand hat natürlich vor, 13-, 14-, 15-Jährigen Cannabis legal zu geben. Deswegen heißt es ja auch kontrollierte Abgabe. Das heißt, ich muss ein gewisses Alter haben, es gibt gewisse Spielregeln, es gibt gewisse Stellen, vielleicht eine Apotheke oder spezielle Läden oder so. Und deswegen wollen wir ein Modellprojekt, um eine der Möglichkeiten einmal auszuprobieren. Wenn Sie das dann haben Sie zumindest für die, ich sage jetzt mal 18-Jährigen und Älteren, haben Sie eine legale Möglichkeit. Das heißt, die müssen schon mal nicht auf die Straße zu der Dealerin ihres Vertrauens gehen. Und das heißt also, der Markt wird da, der illegale Markt wird weniger und der legale Markt wird größer, wodurch natürlich auch Steuern generiert werden können. Die Effekte in den USA und Kanada sind wirklich groß. Und mit diesen Steuern können Sie natürlich auch erfolgreich Prävention betreiben. Ja, Sie nehmen Geld ein und Sie schützen die Menschen, die halt sozusagen sonst keinerlei Schutz haben, weil einem Dealer das völlig egal ist, was er verkauft. Dann, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, wird immer gesagt. Cannabis ist eventuell eine Einstiegsdroge, wenn Sie von den Beschaffungswegen her denken. Weil wenn ich ja schon auf der Straße bin bei jemandem, der Gras hat, hat der sehr wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes. Mir ist das selbst in Südfrankreich passiert, als ich 18, 19 war. So, ja, sobald ich dann gesagt habe, nein, Heroin will ich nicht kaufen, da war der Typ weg. So. Und vielleicht hätte ich das damals aber anders gemacht, dann würde ich jetzt nicht hier stehen, so wäre schlecht. So, aber haben Sie, wenn Sie eine kontrollierte Abgabe haben, haben Sie die Kontrolle, dass quasi die Trennung zwischen Cannabis und härteren Drogen größer ist. Und das ist auf jeden Fall ein positiver Effekt. Dann natürlich sind unsere Gerichte und die Polizei massivst mit Kleinstmengen beschäftigt. Sie sind beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Das ist ein unendlicher Aufwand, das sind unendliche Kosten. Und Sie können damit auch für kleine Mengen Cannabis, die bei jemandem gefunden werden, können Sie quasi, weil das dann halt im Lebenslauf, im Führungszeugnis oder so steht, können Sie dann ganze Biografien zerstören. Für was? Warum? Ich kann einen ganzen Liter Schnaps in mich reinhauen, aber wenn ich irgendwie 5 oder 10 Gramm in der Tasche habe, dann bin ich ein Straftäter. Also das ist doch Quatsch. So. Und deswegen möchten wir gerne ein Modellprojekt haben und wir möchten auch, ich möchte noch auf etwas hinweisen, es ist ja wirklich greifbar, dieses Schweigen im Raum. Ja? Also jede Fraktion hat ihre eigenen Probleme mit sich selber. Ja? Bundesregierung kündigt irgendwie großartig Legalisierung an. Fraktionen hier sagen, ah, ja, wir müssen irgendwie mal individuell abstimmen. Und das ist auch ein Ziel dieses Antrags. Dieser Antrag soll nämlich öffentlich hier im Stadtrat dokumentieren, wie weit der Dresdner Stadtrat quasi ist, wirklich an die Probleme der Sucht heranzugehen und wie fest er noch in alten, nicht funktionierenden Strukturen steckt. Dankeschön.